Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BeamNG hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, chillen wir momentan hier an so einem Strand in Italien, ist das glaube ich. Und haben hier so ein getuntes Fahrzeug. By the way, man kann inzwischen sogar die Fahrzeuge selber tun. Das werden wir in nächster Zeit auch machen. Sorry, dass nicht so viele Videos kamen, weil ich hatte einfach keine Zeit. Aber wir sind jetzt hier in BeamNG und es gab ein Update. Und deswegen werden wir heute ein paar Verfolgungsjagd beziehungsweise Rennen machen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Also, wenn man hier auf die Karte schaut, gibt es hier neue Rennen. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins erste Rennen. Bis gleich. Okay, perfekt. Wir sind jetzt hier bei so einer Straßentour und wir sind ganz hinten chillig. Und das Ziel ist jetzt irgendwie halt erster zu werden. Ihr müsst mal gucken, wie das vom Motorsound her passt. Ich glaube, ich stelle den ganz kurz um, weil er ist selbst bei mir sehr leise. Ich hoffe, das ist jetzt so besser und dass man mich trotzdem noch hört, weil es wäre ein bisschen unsympathisch, wenn nicht. Die erste Person habe ich schon überholt. Ey, der probiert uns aber wegzurammen. Wie gottlos. Was nochmal? Und ich glaube, so ein ähnliches Rennen bin ich tatsächlich sogar schon mal gefahren. Nach vorne muss man irgendwo abbremsen. Also ich glaube, First Try wird das hier nichts mehr. Oder wie viele Runden haben wir denn? Drei Runden. Aber einen haben wir jetzt schon rausgehauen. Von den Kollegen an der Stelle. Ich würde sagen, wir machen danach wahrscheinlich noch ein Rennen, weil es jetzt einfach genug Rennen gibt, die wir fahren können. Jo, okay, ich habe nicht gesehen, dass wir da lang müssen. Also den ersten eins holen wird es auf jeden Fall nichts mehr, glaube ich. Aber wir können es ja mal probieren. Aber ich höre noch, da vorne ist er irgendwo. Digga, diese Bremsen von dem Auto. Okay, chillig. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen mal einen neuen Try. Okay, diesmal wird das Ziel einfach nicht so geisteskrank reinzugehen, sage ich mal. Ja, versperren mir halt den Weg. Aber wir müssen uns schon irgendwie an den vorbeimogeln. Ich glaube, unser Auto ist auch echt schneller. Was ist das denn? Okay, wir probieren das mal ganz kurz nochmal. Die Bremsen, die Reifen blockieren richtig gottlos schnell. Ich habe nicht mal ganz die Bremse durchgedrückt, das seht ihr links unten. Das ist auch ganz chillig bei so BeamNG-Missionen. Da sieht man als Zuschauer, glaube ich, immer noch ein bisschen mehr. Können wir uns da vorbeisetzen? Aber wir holen hier noch einen, wir holen hier noch einen. Wir haben noch drei Runden Zeit. Wir dürfen einfach nicht unser Auto schrotten. Das ist so die Priorität. Ja, ich sag noch, wir sollen unser Auto nicht schrotten. Ich kann nicht mal mehr richtig lenken. Okay, das probieren wir mal ganz kurz nochmal. Das Problem ist, das Auto handelt sich eigentlich ganz okay, so ist auch relativ schnell. Aber das mit dem Bremsen, das klappt noch nicht so. Wenn der Typ sich da mal durchsetzt, der eine. Was soll ich denn dagegen machen? Ringt mich doch nicht ab. Ja, das Auto ist jetzt schon zerdeckt. Okay, an ihm vorbei, schön bremsen, damit er weit raus muss, dann hier reinsetzen.
Schieb mich bitte nicht durch die Kurve. Komm. Ja, nein, 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 nein. Okay, vielleicht schaffen wir es ja mal, uns erstmal auf dem zweiten Platz zu halten irgendwie. Und jetzt hier am besten keinen abzuräumen. Oder uns selbst abzuräumen. Bro, 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 bro. Nee, nee, nee. Ich weiß auch nicht, ob wir die anderen rausgehauen haben. Aber da kommt auf jeden Fall keiner mehr hinterher irgendwie. Bro, ich will dich nicht abdrängen, ne? Aber da kommt gleich eine Wand. Oh, 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 oh. Nicht, was macht denn hier? Ja, jetzt baue ich hier schon wieder Kacke, weil ich irgendwie. Okay, komm, schneller Auto, schneller. Ja, okay, schneller. Was soll denn das? Das kann doch gar nicht wahr sein. Oh Gott, wir waren schon in der dritten Runde. Dieser braune Typ, ne? Der drängt mich auch die ganze Zeit ab, wie sonst was. Oh, wir sind so schnell, wir sind so schnell. War ganz gut abgebremst eigentlich. Unser Spiegel da auch so durch die Gegend wobbelt, ne? Ganz schlimm. Ich dachte gerade, wir legen gleich wieder in der Wand, um ehrlich zu sagen. Nein, 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 nein. Was mache ich denn die ganze Zeit? Also so inkompetent kann man ja auch nicht sein. Als erstes verliere ich da das Auto fast. Und dann. Oh Gott. Okay. Ja, also, wenn überhaupt, jetzt noch der dritte Platz. Oh, das wird gar nichts. Weil wir unseren Reifen verlieren. Das. Okay, schon mal gut jetzt vorgearbeitet. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir uns nicht wieder irgendwo wegdrehen. Weil das Auto zieht nach rechts und deswegen muss ich immer so gegenlenken. Vor allem bei hohen Geschwindigkeiten ist das echt nicht gut. In so engen Bereichen. Ja, alles noch gut. Ich muss nur aufpassen, dass die Radaufhängung sich nach vorne nicht verbiegt. Weil dann kann ich nicht mehr lenken. Das wäre ein bisschen suboptimal. Ich kann nicht mehr richtig nach links lenken. Shit. Ich muss den jetzt auf der Geraden eigentlich da vorne überholen. Aber ich glaube, dafür bin ich zu weit weg. Oder ich
baller eben hinten rein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Oder so. Schade. Ich glaube, wir müssen uns heute den zweiten Platz hier zufrieden geben, aber ich finde es jetzt nach so vielen Versuchen und so einem demolierten Auto auch eigentlich okay, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil direkt hinter uns noch wer ist. Perfekt. Zweiter Platz, let's go. 3 Minuten 38. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt nicht den ersten Platz geholt, aber ich würde sagen, das war trotzdem ganz gut. Yo, wir sind einfach noch in den Reihen geballert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet Spaß, das anzuschauen. Ne? Morgen kommt wahrscheinlich noch ein Video und da muss ich mal schauen, wie ich Zeit habe. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ciao.